Akt 1, Mission 2 kommt jetzt. Eine klapprige Landplage. Der Angriff aus Höllheim ist in vollem Gange. Mission spielen. Ah, das Spiel ist schon witzig, oder? Das Königreich wird von Soldaten Höllheims überrannt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir werden so viel Land halten, wie wir können. Vielleicht könnten wir... Nicht so voreilig! Wer seid ihr denn? Ich bin diejenige, die dich gleich zerstampfen, verhauen und zerhäckseln wird. Nimm mich Ragnar. Alles klar. Jetzt kämpft schon. What the heck is going on here? Habt ihr das gesehen? Die Horden Höllheims haben gerade ein Dorf im Westen besetzt. Als nächstes werden sie sich das neutrale Dorf im Osten holen, wenn wir es nicht verhindern. Dann machen wir das doch. Zum Glück ist einer unserer Kirchensteiner Langbogenjäger hier, der uns helfen kann. Langbogenjäger sind Einheiten, die aus der Entfernung angreifen können. Oh shit. Bewegen wir ihn auf eine Position, von der aus er Untote angreifen kann, wenn sie näher kommen. Guter Plan. Okay, muss ich sie erstmal auswählen? Was? Kann der so weit schießen? Von dort aus kann unser Langbogenjäger Gegner angreifen, die sich aus dem Westen nähern. Ihr könnt euren Zug beenden, indem ihr ein freies Feld auf der Karte wählt und dann Zug beenden. Möchtest du deinen Zug wirklich beenden? Ja. Denkt ihr auch daran, euch im Infofenster zu den kritischen Treffer zu informieren? Nee, habe ich jetzt nicht gemacht. Natürlich. Gut, dann wisst ihr, dass Langbogenjäger kritisch treffen, wenn sie angreifen, ohne sich vorher zu bewegen. Ja, na klar. Greifen wir jetzt die Gräuelklinge an, ohne den Langbogenjäger zu bewegen. Okay. Jetzt müssen wir das Feld auswählen, von dem er angreifen soll. Okay. Da er sich ja nicht bewegen soll, wählen wir einfach das gleiche Feld nochmal. Ah, aber können wir nicht auch... Wir müssen die Gräuelklinge angreifen, ohne unseren Langbogenjäger zu bewegen. Okay, okay. 96 bis 106. Also da brauchen wir jetzt schon ein bisschen Glück, ne? Dass wir mindestens die 100% schaffen. Nice. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben diese Soldaten zwar besiegt, aber es ist noch nicht vorbei. Der Gegner hat eine Kaserne, damit kann er neue Einheiten rekrutieren. Aber zum Glück haben wir auch eine. Wir sollten sie gleich auswählen und eine neue Einheit rekrutieren. Wird gemacht. In dieser Kaserne könnt ihr drei verschiedene Einheitenarten rekrutieren. Schwertkämpfer, Pikeniere und Langbogenjäger.
Stimmt. Aber so wie es aktuell um unser Geld bestellt ist, kann ich mir im Moment nur einen Schwertkämpfer leisten. Ein einziger Schwertkämpfer kann schon einen großen Unterschied machen. Rekruten wir jetzt einen... Ja. Stark gegen Bogenschützen, schwach gegen Pikeniere und Bogenschützen. Alter, ein Langbogenjäger kostet... Einfache Infanterie besitzt Gebäude und landet kritische Treffer, wenn sie sich neben dem Kommandanten befinden. Denkt daran, dass in jeder Kaserne nur eine Einheit pro Zug rekrutiert werden kann. Verstehe. Ich werde es im Kopf behalten. Eine Einheit pro Zug? Ist jetzt natürlich nicht so viel, ne? Wählt unseren neuen Schwertkämpfer aus und befiehlt ihm, sich zum Dorf zu bewegen und es zu besetzen. Besetzen. Hervorragend, meine Königin. Dörfer erwirtschaften mit jedem Zug 100 Gold für euch und sind daher unentbehrlich für den Krieg. Ja, weil wir mit mehr Gold auch mehr Einheiten rekrutieren können. So ist es. Wir können sogar dem Gegner den Goldhahn zudrehen, indem wir ihn sein Dorf im Westen wegnehmen. Wenn wir ein Dorf besetzen wollen, das jemand anderem gehört, müssen wir erst die Besatzer besiegen. Dann werde ich sofort mehr Einheiten rekrutieren und zu diesem Dorf schicken. Manche Einheiten sind geeigneter als andere, um Gebäude wie Dörfer zu besiegen. Ich würde euch raten, den starken kritischen Treffer der Pikeniere dafür zu nutzen. Alles klar, dann rekrutiere ich Pikeniere und schicke sie zum gegnerischen Dorf. Aber wir haben denn nur ein Pikenier? Ich bräuchte ja zwei. Nur Infanterie und Lufteinheiten, unwegsames Gelände. Im Wald kommt man langsamer voran, doch er bietet Schutz und Deckung vor Fahrzeugen. Beweg ihn mal ein bisschen nach vorne. In der Hoffnung, dass wir den... Neue feindlichen Truppen im Norden. Sie haben es bestimmt auf unsere nördlichen Dörfer abgesehen. Ich hätte wissen sollen, dass sie es uns nicht leicht machen würden. Ich würde euch nahelegen, den Weg im Norden nicht unbewacht zu lassen. Ich werde eine Einheit dort lassen, um die nördlichen Dörfer zu schützen. Neutralisiere alle gegnerischen Gebäude. Vielleicht bewege ich den doch nach vorne. Also hier hin. Wie viel Geld habe ich denn? Jetzt warte mal. Ne, dann bewegen wir uns. Bewegen wir den erstmal nach vorne. Dann holen wir nochmal ein Pikenier. Ah.
Schwierig, schwierig, schwierig. Vielleicht hier hin. Gucken, was sie macht. Okay, sie greift direkt an. Wer kann denn auf die Brücke schon angreifen? Das ist gut. Und dann lasse ich den da. Und den setze ich dahin, dass er denn... Ja, das war jetzt wahrscheinlich blöd, ne? Müssen wir mal gucken. Zug beenden. So, mein Bogenschützen. Setzen wir da oben noch mal einen hin. Angreifen. Perfekt. Sehr schön. Recht schwach. Kann ich die irgendwie tauschen oder sowas? Nee, ne? Position tauschen oder so? Guck mal, der kann sogar auf Wasser gehen. Wir warten hier. Hier ist so ein Blocken da. Angreifen. Wir sind hier noch. So, noch was bauen kann, ne? Man echt so ein bisschen drauf achten, weil das mal auf die Kohle denn auch ausgibt. Nee, wir schießen, schießen. Ja. So. Sehr schön. Haben wir den schon mal weg? So, angreifen. Guck mal, was weg, ey. Nice.
Ja, das sind halt nur läppische Soldaten, ne? So, würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen Pick in hier. Okay, damit haben sie aber ihren Zug dann vergeudet. Das ist schon mal ganz gut. Wir müssen hier das Geld wegnehmen. Was? Wie konnte das passieren? Ausgezeichnet, ihr habt den Feind aus dem Dorf vertrieben. Ihr solltet es besetzen und so für uns gewinnen, bevor Ragnar es sich zurückholt. Verstanden. Der eine. Nein! Gute Arbeit. Ohne Dörfer hat der Gegner kein Einkommen. Er hat bestimmt bemerkt, dass ein besetztes Gebäude zu Anfang nicht die vollen TP-Menge hat. Sein TP-Stand entspricht der Hälfte von denen der Einheit, die es besetzt hat. Aha. Wenn also eine Einheit mit 40% TP ein Dorf besetzt, fängt das Dorf bei 20 TP an? Genau. Und bei 10 nur mit 0,5. Jetzt sollten wir die Kaserne des Gegners zerstören, um ihn komplett aus dem Gebiet zu vertreiben. Ja. Gut, machen wir das so. Oh, der hat sich genau reingestellt, dass ich da nicht hinkomme. Ja, okay. Zug 10. Alles klar, dass er den angreift. Uhuhu. Nice. Kann man eigentlich auch schräg angreifen? Nee. Ui. Aber der eine hab ich überlebt, ey. Okay. So, weg mit euch. Was war denn das denn gerade?
Wollen wir mal einen Schwertkämpfer? Ja, machen wir ruhig noch mal einen Schwertkämpfer. Naja, mal zu viele Pikiniere, weißt du? Versucht's aber auch immer wieder, wa? Die kleinen Wuselmännchen hier. Ja, mach platt. Schön, okay. So, wie weit krieg ich dich nach vorne? Nur einen? Scheiße. Nice. So, den Zug beenden wir jetzt mal. Wir brauchen auch keine Einheiten mehr kaufen jetzt, oder? So, ja. Ernsthaft. Schöne Worte ausnutzen. Ja, yeah, wir brauchen jetzt keine Einheiten mehr kaufen. Reicht ja wohl. Das reicht ja wohl. Null Chance hier. Nein, das darf nicht wahr sein. Emmerich, wir haben es geschafft. Gute Arbeit. Klapper, klapper. Verschwinde. Klapper, klapper. Verschwinde, habe ich gesagt. Was machst du?
sollst verschwinden. Ach, du bist es. Ja. Ja. Ich wollte dich nicht stören. Hast du auch gar nicht. Ich habe dir aufgelauert. Huh. Aha. Na klar. Shut up! Es ist noch nicht vorbei. Gewonnen. Oh, nur B-Rang. Egal. 2 Einheiten nicht verloren. Naja, macht ja nichts. Glückwunsch, du hast Höllheim im Kodex freigeschaltet. So, das war Akt 1, Mission 2.